Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ich möchte Sie begrüßen zu unserem heutigen Programm Biblische Antworten auf bewegende Fragen und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und heute soll uns ein sehr wichtiges Thema beschäftigen, nämlich die Frage nach der Bedeutung der Gebote Gottes. Doch bevor wir dieses Thema betrachten, möchte ich Sie einladen, mit mir ein kurzes Gebet zu sprechen. Lieber Vater, der du bist im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für eine weitere Gelegenheit, mit deinem Willen bekannt zu werden durch Studium deines Wortes. Wir wollen dich jetzt aufrichtig, demütig und ernsthaft darum bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist sendest, damit wir in alle Wahrheit geführt werden, wie du es verheißen hast. Dies bitten wir und danken es in Jesu Namen. Amen. Im ersten Johannesbrief und dort im vierten Kapitel und die Verse 7 und 8 erfahren wir folgenden Grundsatz. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und auch im Vers 16 erfahren wir von demselben Grundsatz, dem Grundsatz der Liebe. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der Apostel Johannes beschreibt mehr als jeder andere, dass Gott selbst die Liebe ist, dass Gottes Haupteigenschaft Liebe darstellt und dass er auch von seinen Geschöpfen, die er gemacht hat, möchte, dass sie ihn lieben und dass sie sich auch untereinander lieben. Nun, Gott hat seine wunderbare Liebe offenbart in der Dahingabe seines eingeborenen Sohnes. Und diese Liebe ist es, die uns auch dazu bringen sollte, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Er hat eine gottlose, eine sündige Welt geliebt. Eine Welt, die ihn vergessen hat. Eine Welt, die ihn verlassen hat. Und er hat trotzdem die tiefste Zuneigung gezeigt, indem er seinen eingeborenen Sohn für uns dahingab. So können wir alle ausrufen mit Johannes, Gott ist die Liebe. Und wer nicht liebt, der ist nicht von Gott. Der kennt Gott nicht und ist nicht von Gott geboren, denn Gott ist die Liebe. Und wer von Gott geboren ist, wird ebenfalls lieben. Nun, die Liebe, von der die Apostel schreiben, ist des Gesetzes Erfüllung, wie wir es lesen können in Römer 13, Vers 10. Dort heißt es, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung und sie tut dem Nächsten nichts Böses. Und heutzutage hören wir alle möglichen Vorstellungen von Liebe. Es gibt viele Verfälschungen des göttlichen Prinzips der Liebe. Aber es gibt auf der anderen Seite auch wahre Liebe. Eine Liebe, wie Gott sie selbst gestiftet hat. Eine Liebe, die von Gott kommt und ebenfalls besiegelt, dass wir von Gott sind. Dass wir aus Gott sind. Dass wir Gottes Kinder sind. Denn Gott selbst ist die Liebe und seine Kinder die den gleichen Geist wie er offenbaren, werden ebenfalls diese Eigenschaften der Liebe offenbaren. Doch nun könnten wir ja auf die Idee kommen, selbst zu definieren, was diese göttliche Liebe kennzeichnet. Denn wir haben ja gelesen in Römer 13, Vers 10, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist. Die Liebe hat also etwas zu tun mit dem Gesetz Gottes. Die Liebe hat etwas zu tun mit den Geboten Gottes. Und wir können die göttliche Liebe nicht trennen von den Geboten Gottes. Wer eine Liebe predigt, getrennt von den Geboten Gottes, der steht nicht in Übereinstimmung, steht nicht in Harmonie mit dem Apostel, der sagt, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist. Also die göttliche Liebe wird niemals das Gesetz Gottes beiseite tun. Aber die Bibel definiert das Prinzip der Liebe eindeutig. Und wir lesen davon beispielsweise im Lukas-Evangelium und dort im 10. Kapitel, die Verse 25 bis 28. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Dieser Schriftgelehrte wollte aufrichtig von Christus wissen, was er tun muss, um das ewige Leben zu erlangen. Und Christus fragte ihn, was steht im Gesetz geschrieben?
Und der Schriftgelehrte antwortete, indem er das Gesetz zusammenfasste und sagte: Du sollst a. den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und b. deinen Nächsten wie dich selbst. Und er zitierte hier 5. Mose 6, Vers 5 und 3. Mose 19, Vers 18. Und Christus sagte zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das und du wirst leben. Du wirst das ewige Leben erlangen. Auch in Matthäus 22, die Verse 36 bis 40, schildern ebenfalls diese beiden Grundsätze der Liebe. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Hier in diesem Fall nennt Christus selber die beiden wichtigsten Prinzipien des Gesetzes. Die beiden wichtigsten Prinzipien, an denen das ganze Gesetz und die Propheten hängen. Und auch hier zitierte Jesus wieder 5. Mose 6, Vers 5 und 3. Mose 19, Vers 18. Also diese beiden Prinzipien sind sehr wichtig. Und von ihnen wird gesagt, dass an ihnen das ganze Gesetz hängt und die ganzen Propheten. Sie sind gewissermaßen die beiden Türpfosten, an denen alles aufgehängt ist. Doch auch hier müssen wir feststellen, dass eine genaue Definition der Liebe zu Gott und der Liebe zu seinem Nächsten nötig ist. Denn was heißt es konkret, seinen Nächsten zu lieben bzw. Gott zu lieben? Und diese beiden Prinzipien, nämlich a. wie wir Gott lieben sollen und b. wie wir unseren Nächsten lieben sollen, werden nirgendwo grundsätzlicher und verständlicher klargemacht als in den 10 Geboten. Und wir werden das gleich sehen. Die 10 Gebote wurden nämlich nicht ohne bestimmten Grund auf 2 Steintafeln gehauen. Davon lesen wir an mehreren Stellen, zum Beispiel hier im 5. Mose Kapitel 4, die Verse 12 bis 14. Und dort heißt es: Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Nun, warum wählte Gott 2 Steintafeln aus? Er hätte ja auch die 10 Gebote, die 10 Worte, auf eine Tafel schreiben können, nicht wahr? Er hätte auch 3 Tafeln nehmen können oder 4 Tafeln nehmen können. Warum wählte er 2 Tafeln aus? Er wählte 2 Tafeln aus dem Grunde, weil die 10 Gebote in hauptsächlich diese beiden Prinzipien zusammengefasst werden können. Nämlich, wie liebe ich Gott von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte und von ganzer Kraft? Und zweitens, wie liebe ich meine Mitmenschen? Die 10 Gebote definieren eindeutig, wie wir Gott lieben sollen und wie wir unseren Mitmenschen, unseren Nächsten lieben sollen. Und auf der ersten Tafel befinden sich die ersten 4 Gebote. Denn die ersten 4 Gebote enthalten genau die Anweisungen, die nötig sind, um zu verstehen, wie wir Gott lieben können, wie wir unsere Zuneigung zu Gott ausdrücken können. Und auf der zweiten Tafel befinden sich die Gebote 5 bis 10, die letzten 6 Gebote sozusagen. Und sie definieren ganz eindeutig, wie die Beziehung des Menschen zu seinem Mitmenschen auszusehen hat.